Die gezeigten Übungen eignen sich für diese Prothesenkniegelenke. Unabhängig davon ist das Leistungslevel des Anwenders stets zu berücksichtigen. Für Genium und Genium X3 kann entweder die intuitive oder die bewusste Stehfunktion aktiviert werden. Intuitive Stehfunktion. Ist das Prothesenkniegelenk leicht gebeugt, belastet und wird nicht bewegt, blockiert es in Beugerichtung. Die Deaktivierung erfolgt über Bewegungen nach vorne, hinten, durch Kniestreckung oder Entlastung. Deaktivierung durch Entlastung der Prothese. Deaktivierung durch Vorwärtsrotation. Mit einem Yielding-Schritt über das gebeugte Prothesenkniegelenk hinweggehen. Deaktivierung durch Kniestreckung und daraus resultierender Schwungphasenauslösung auf der Prothesenseite. Ausführlichere Erklärungen finden Sie im Video MPK-Training – Intuitive Stehfunktion. Franziska erklärt, wie Reka aus der intuitiven Stehfunktion heraus eine Stufe hinabsteigen kann. Reka steht bei leicht gebeugtem Knie mit Stehfunktion an der Stufenkante. Sobald sie die Stufe hinuntersteigt und das Kniegelenk vorwärts rotiert, deaktiviert sich die Stehfunktion. Der Orthopädietechniker aktiviert die bewusste Stehfunktion. Sie ist stabiler als die intuitive. Die bewusste Stehfunktion wurde insbesondere für bilaterale Anwender entwickelt. Um sie zu aktivieren, muss Reka das Knie bewusst etwas länger ruhig halten. Selbst bei Vor- und Rückbewegung bleibt das Kniegelenk in Beugerichtung blockiert. Zur Deaktivierung muss sie das Prothesenkniegelenk strecken. Alternativ kann sie die Prothese entlasten und einen neuen Schritt machen. Das Hinabsteigen einer Stufe aus der bewussten Stehfunktion heraus oder ein Yielding-Schritt ist nicht möglich. Die Prothese muss zuvor entlastet oder das Prothesenknie ganz gestreckt werden.